Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist die Fuddelmuddel und ich freue mich, dass du immer noch Bock hast einzuschalten. Und wie ihr sehen könnt, spielen wir Sunkenland. Ja, es gab ein riesengroßes Update und ich dachte mir... Hallo? Eine nackte Was Dame. Willst du denn hier? Ich bin hier gestrandet. Wie, du bist hier gestrandet? Ich bin aus dem Himmel gefallen, ins Wasser. Wann kann Lauch denn schwimmen? Ich weiß auch nicht. Normalerweise waschen sich Gamer ja nicht, aber jetzt bin ich im Wasser gefallen. Ach, und jetzt du dachte Scheiße, ich mal, oh Leute. Wenn ich hier bin, dann können wir noch mal ein bisschen rumlauchen. Ich meine, jetzt habe ich den Runkelfuß auch noch am Hintern hier. Ich glaub's ja nicht. Das sagt die Richtige hier. Du halbes Hähnchen. Jesus Christ, grüne Haare. Noch nicht mal Haare auf der Brust. Guckt euch den mal an. Guck mich nicht an, ich bin hässlich. Guck weg, ich bin hässlich. Ja. Ja, Leute, natürlich einen wunderschönen guten Tag. Ja, an alle, die jetzt gerade zugucken und eingeschaltet haben. Wir haben uns gedacht, zum Start, weil ich jetzt so eine lange Pause hatte hier, wollen wir nochmal zusammen, gemeinsam, in Sunkenland reingucken. Jawohl. Ah, es gab ja schöne große Updates. Map ist neu. Gegner neu, Waffen neu, Baupläne neu, alles neu. Ja, und ich habe so einen Pyrer gefragt. Ich sage, ey, hast du Bock, bei allem neu mitzumachen? Na, hier, Fuddel ist auch ganz frisch neu. Endlich wieder so halbwegs gesundet. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Da hat ja so ein Pyrer gesagt, ja, komm. Ja, wir haben auch überlegt, bevor du mich, ne, schlägst. Wir haben auch überlegt, welche Spiele machst du? Und dann haben wir gedacht, ja, hier ist alles neu. Ja. Vieles neu, neue Map und hast nicht gesehen. Und wir haben das auch schon mal im Stream gespielt. Ist aber schon ein bisschen, genau, länger her. Ja. Und ich freue mich auf alle Fälle auf eine neue Staffel hier. Ja, ich auch. Also ich fand das Spiel ja von vornherein schon geil. Und bin gespannt, was hier jetzt auch wirklich alles neu ist. Also ich habe vorhin schon gesehen, Baupläne und so kann man jetzt finden. Und wenn du mal die Karte aufmachst, so ein Bürger. Mit Karte? Ja, dann siehst du jetzt unter unserer Insel hier einen grünen Bauplan, richtig? Ja. So, den habe ich gerade schon gefunden. Und da oben links beim Dorf ist Bauplan blau. Das heißt, den haben wir noch nicht gefunden. Das zeigt dir die Baupläne an? Ja. Wenn du das entdeckt hast, dann zeigt er dir an, wo irgendwas ist. Wie hast du den schon entdeckt? Ich bin noch gut, bist auch gerade erst gestrandet. Das habe ich sofort von vornherein frei gehabt, die beiden Sachen. Ah, okay. Vielleicht war, wir spielen ja auf einem Dedicated Server, also ein Hochspiel. Vielleicht, ja, ich hab das auch so eingestellt, dass du alles das, was du findest, ich auch kann. Und umgekehrt auch, hau ab. Geh mir aus dem Licht. Nein. Bitte was? Womit willst du mich denn pieksen? Das ist auch mein Format hier, ja. Also, dann sind wir ganz vorsichtig da, Leute. Hast du dir schon so einen Zahnstocher gebaut oder was? Ja klar, das ist das Erste, was du brauchen kannst. Bist du ein Pro-Gamer? Ich sammle erstmal Ressourcen. Naja, ja, ich sammle erstmal. Wenn Mr. Krabs um die Ecke kommt, dann brauchen wir alles. Alles. Ja, dann bist du fürs Essen zuständig. Finde ich auch gut. Tja, da bist du vor Hungern, du. Ja, glaube ich auch. Ja, Leute, ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ich weiß, sehr, sehr lange Pause gewesen bei mir. Aber wie ich schon in meinem Infovideo erklärt habe, ich war echt krank. Könnt ihr dann so einen Bürger fragen, der kann das bestätigen. Und ja. Jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt gibt es regelmäßig Content. Ja, wir haben uns beide vorgenommen, wieder regelmäßig YouTube-Content zu machen. Nehmen uns dann halt auch einen Tag Zeit. Also, ja. Fuddel macht ja jetzt momentan keine Streams auf Twitch. Aber ich habe mir halt vorgenommen, dann auch die Zeit zu nehmen, damit hier wieder regelmäßiger Content kommt. Und ja. Wir wollen euch einfach hier auf YouTube begeistern. Hm. Genau. Ja, wir wollen, dass ihr mit uns lacht, mit uns weint, euch mit euch mit uns ärgert. Ja, euch über uns ärgert. Hast gar nicht mitbekommen, ne, dass ich dir die ganzen. Doch, doch. Alles weggeklaut. Hab das schon mitgekriegt jetzt, du Arsch. So. Lalalala, ärgert er mich schon, Leute. Klar. Da ist er schon am Nerven. Ne? Kriegt er mit, ne? So, warte mal, ich baue jetzt aber erstmal hier, kann ich noch gar nicht. Kann ich noch gar nicht bauen. Schalalalalala. Genau, mal ein Speer. Warte mal hier, machen wir mal das so. So.
Und ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen, dass alles mit F geht. Ja, mit F, ne? Das habe ich auch. Gut. Dann auf der Suche nach Stoff. Broken Stoff. Jetzt können wir nichts ordentliches bauen hier. Ah, ich baue mir jetzt erstmal gleich noch. Ah. Seil, warte mal, wie ging Seil nochmal? Ah, dafür brauchen wir den Stoff. Ja, genau. Leute, wir brauchen Stoff. Wo gibt es den außer in Holland? Stoff, guter Stoff. Warte mal, alles nehmen. I. Erstmal wieder auftauchen hier. Muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, das ist so ungewohnt, ne? Man war schon so in seinen High-End-Char gewöhnt. Und jetzt ist man wieder, ne, ein bisschen am Tauchen und dann sofort, ja, keine Luft mehr. Ich bin vor allen Dingen echt, ich bin echt gespannt, was neu ist alles drin. Also, was neu ist alles drin. Ja, du weißt hier, was neu ist alles drin. Was alles neu ist. Und vor allen Dingen die Baupläne fürs Bauen. Ja, da soll ja eine ganze Menge. Ich bin gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wer als erstes stirbt, Leute. Könnt ihr ja schon mal in die Kommis schreiben auf meinen Kanälen. Was, wo, wie, wer stirbt als erstes? Ich kann ja Wetten abschließen. Was ist denn das schon wieder für ein gehässiges Lachen? Glaub's ja gar nicht. So, meine Tasche ist gleich voll. Ich hab noch ein bisschen. Gut, noch ein bisschen. Und dann sollten wir uns gleich mal kurz so ein paar Plänkchen, also Foundation, you know what I mean. Ne, komm, sprich und mal auf. Foundations bauen. So. Aber guck mal, es wird schon dunkel. Natürlich die Sache, mach mal gleich aus, mach mal das gleich aus normal Holz oder mach mal gleich alt? Ich würde sagen, erstmal aus Holz, oder? Können ja wirklich nur so eine 4x4 machen, also, oder ja, oder 2x2. Ja, erstmal, dass wir überhaupt irgendwas haben. Also vier nebeneinander, würde ich sagen. Damit wir erstmal irgendwie überhaupt was machen können. So. Ach, und diese herrliche, beruhigende Musik, ne? Ja, ja. Ich würde sagen, ich fange, ich mache, warte mal, wo haben wir die schönste Aussicht? Hast du schon den Stoff zusammen? Ich glaube, ich weiß es gar nicht, warte, ich gucke. Wofür brauchst du den jetzt am Anfang? Oh, ich habe schon eine Jacke. Für den Bauhammer brauchst du Seil. Ja, habe ich zusammen, warte. Soll ich dir auch einen herstellen? Wie viel Stoff hast du denn bekommen? Ich habe jetzt noch 6. Was? Ich habe erstmal gerade mal einen. Ja gut, ja, ich hab die Waschmaschinen gelootet, ne? Ach so, ja, gut. Ich war in einem anderen Haus und da war nämlich irgendwie nix. Aber der zeigt jetzt auf der Minimap, zeigt der die Dinger an, ne? Welche Dinger? Auf der Minimap. Du hast ja oben eine Minimap und da zeigt er so Pure Ice an. Muss mal drauf achten. Ach, das ist ja nur der Reparaturhammer, bin ich doof. Mein Gott, Leute, wie lange habe ich denn nicht mehr gespielt? Mach mich den hätte ich gar nicht bauen brauchen, den doofen Hammer. Warte mal, das sind Foundations, ne? Ja. So, warte mal, kann man die jetzt... Kann man die hoch und runter? Nein, kann man nicht. So. Ich komm mal raus. Lass mich auch was bauen, ich muss auch eine bauen. Kann ich doch bauen, ne, oder? So, wenn du Holz in der Tasche hast, ja. Holz in der Tasche einstecken. So. Warte mal, oder da haben sie neu gemacht, ne, mit dem Bauen, oder bin ich jetzt ganz... Nee, das war schon immer so, aber, Ich mach mal hier eine Tür rein. Ja, mach mal, warte mal, ich muss erstmal gerade klarkommen hier, so. Ich hab total... Ach, hier sehe ich jetzt Missionen. Tatsächlich, warte mal. War das schon immer so? Ich glaube, ja. Vergess aber nicht, dass du... Also Fenster kannst, solltest du auch, ne? Hab ich doch. Mach mal hier eine Leiter dran. Kann man die mittlerweile übereinander bauen, die Leitern? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht. Das ging nämlich... Damals ging es nicht. Ich habe schon lange nicht mal reingeguckt. Wollen wir hier... Warte mal, ich mach mal hier noch das Fenster rein. So. Ah, doch, es geht aber.
Kann man denn die Leiter wieder abreißen? Also. Okay. Okay, okay, so. Dann geh. Hast du noch Holz oder soll ich bauen? Ich hab noch. Oh, ich habe auch kein Holz mehr, sehe ich gerade. Aber bauen hier kann ich nicht irgendwie einfacher Grill. Ich baue mal einen einfachen Grill, weil ich erfriere nämlich gerade schon. Das kommt davon, weil du rumplanscht. So, warte mal, Holz hinzufügen. Und Essen hinzufügen. Ach so, F. Oh Gott, Leute, ich muss erst mal. Ich bin total raus gerade, ehrlich. Dafür hast du ja Milch. Den Pro-Gamer. Aber ich kann von der Leiste nichts mehr essen, ne? Das hast du auch gerade gehabt, das Problem, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du dir was auf die Leiste ziehst, so Essen nehmen, dann packen wir nochmal Pilze drauf. Hier, lecker Pilze. Sag mal, hast du mir wirklich so viel Holz geklaut? Ja, natürlich. Dass alles du jetzt hier alles guckst, das ist mal alles an. Deine drei Bäume, die du gefällt natürlich. Hast. Ja, natürlich. Guck dich mal an. Nee, ich war unten. Ich habe die ganzen Dinge abgebaut. Ich kann echt von der Leiste nichts essen. Puddel. Ja? Ohne Scheiß, ich habe unten diese Dinger da abgebaut. Die jetzt habe ich selber auch nichts mehr. Habe ich auch gemacht. Deswegen. Naja, gut. Ich baue jetzt meine Kiste. Warte. Na, eine Fackel hätte ich auch bauen können, ich Doofkopf. Hm. Kiste. So, ich pack oben Essen und Trinken rein. Achso, du hast da Essen drauf. Nimm mal dein Essen runter. Ja. Ah, cool, ich hab Pantoffeln. Ja, warte mal, wie konnte ich denn nochmal alles, wie konnte ich denn, Gott, wie ging denn das nochmal? Kann ich denn nochmal alles in die Kiste packen? Das weiß ich nicht. Hast du noch Stoff über? Ja. Wie brauchst du? Ich hätte mir gerne eine vernünftige Axt gebaut, eine grobe Axt. Da brauche ich für ein Seil halt oder brauchst du ein Seil? Das wäre. Warte, ich. Steh doch mal gerade, Mensch. Was ist denn da los? Ja, meinst du, du siehst besser aus? Pädagogisch gesehen ist das ja eine Katastrophe, weil die gerade abreißen. Hier hast du ein Seil. Danke. Bitte. Ach, ich brauche 10, ja. Jetzt habe ich natürlich alles weggepackt, ne? 10 Holz. Ja. 10 Holz und 5. Hier ist noch was. Und 5 davon. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Haben wir noch Holz hier? Also Bäume? Ich bin dabei. Ist nur ein bisschen was. Du brauchst 10 Holz für eine Axt? Das ist krass, ne? Das sind 2 Bäume oder so. Das ist fair, aber wirklich krass, ey. 10 Holz für eine Axt. Such den eigenen Baum, hau ab. Du Schabracke. Ja, dafür, dass du mir gerade alles geklaut hast. Bitte was? Du, ja, du brauchst gar nicht so zu tun, du Dieb, du. Du hast mir gerade einfach alles geklaut. Alles. Dafür habe ich die halbe Hütte da eingesetzt. Dafür klaue ich jetzt die Krabbe hier. Das brauche ich gar nicht. So, jetzt habe ich eine gute Axt. Ich habe eine Picke. Sehr schön. Ja. Leute, wir sind Endgame. Alles geschafft in einer Folge. Ach ja, das ging ja anders. Warte, das ging ja so. Hier war ja noch was mit Schlafen, ne? Ist ja nicht meine Krabbe. Hast du meine Krabbe schon gegessen? Tatsache, die ist weg. Wo ist meine Krabbe hin? Ja, keine Ahnung, frag ihn mal. Alter. Leute, ey. Ich hab oben in die Truhe noch Essen und Wasser drin, da kannst du dir was rausnehmen und essen. Ach ja, schlafen, wir müssen ja schlafen, ne? Yep. Stimmt. Warte mal, woraus bauen wir denn noch mal ein Bett? Toll. Aus Holz und Stoff. Aber beides nicht. Ah, was ist denn los?
Sag mal, wie werfe ich das denn nochmal alles in die doofe Kiste? Das gibt's doch ja, gar nicht. Ja, das habe ich auch vorhin überlegt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal. Muss doch irgendwie gehen. Ah, ich weiß wie. Wie? Hä? Nee, doch nicht. Das sind die Besten, ey. Das sind die Besten, Leute, ey. Ja, mit Shift und Linksklick, aber dann packt er die nur einzeln rein. Jupp. Okay. Meine Fuckel ist gleich kaputt. Oh, wie der da steht, ey. Hast du schon Pantoffeln an? Ja, klar. Karo? Ich bin halt ein Allmann. Da wartest du. Leute. Aber dann kann ich ja den doofen Hammer da auch reintun. Warum war er dann gerade nicht? So, Erdbeersamen, Buschsamen. So, aber guck mal, jetzt wird hell. Das heißt, jetzt müssten wir doch eigentlich wieder ins Wasser können, oder? Schmeiß mal den Krebs da drauf. Nein, den habe ich in der Kiste, der ist schon fertig gewesen. Ach so. Den habe ich in die Kiste gepackt. Schon wieder soweit? 5 Uhr? Ist das nicht noch zu kalt? Nein, kannst schon rein. Gut, hier unten war ich ja gerade drin. Hier ist noch ein Auto. Ja. Boah, ich liebe dieses Unterwasser-Szenario, ne? Ich mag das. Das ist schon echt cool, ja. Ja. Das haben die wirklich gut gemacht. Genau, hier bin ich gestrandet. Und ich finde es auch schön. Was? Hier bin ich gestrandet, da wo du jetzt bist. Okay. Und ich finde es auch schön, dass die wirklich auch gute Updates und so reingebracht haben, ne? Und zügig sogar, finde ich. Ja, die bemühen sich halt um ihr Game, ne? Das ja. Super. So, Leute, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht ertrinken, ne? Und denkt dran, Kommentare schreiben, wer stirbt zuerst. Ich bin mal gespannt. Warte mal, was ist das denn? Kann ich das abbauen? Oder ist das einfach nur irgendeine Deko? Okay. Ich bin mal gespannt, wie die Feinde sind, ob die jetzt noch ein bisschen härter geworden sind. Oder also gerade als du zugelockt bist, stand da Gegner, Schwierigkeit ist jetzt schwieriger. Wie ist denn das generell? Sind Raids angeschaltet? Oder ich habe ja keine Ahnung. Alles an. Alle Leute, wir machen hier kein Easy Peasy. Fassen uns an die Hände und singen Bumsfalara, sondern hier wird richtig. Ja, ja. Ne, ich habe alles angestellt. Ist doch langweilig ohne. Finde ich aber auch. Steht auch alles auf normal. Also. Auf Ultra Brutal. Nee, auf Ultra habe ich nicht gestellt, aber. Auf normal. Okay, sag mal, kann ich das boxen? Was ist das hier? Nee. Ich bin ja auch gerade in so Gewächshäusern. Gewächshäusern? Hm, hier waren so Gewächshäuser. So, jetzt hier sammle ich die wieder ein, Leute. Zerhack die, die Kisten und dann heißt es hinterher wieder, ich habe Fuddel alles weggeklaut. Ja. Kennt's ja, ne? Das Spektakel. Auch. Machst du immer. So. Lüfthöhlen. Also Eisen kriegen wir massig. Oh, ich hab schon Leder, glaube ich. Warte. Was denn hier? Jo. Leute, das ist doch hier, ne? Oh, Komponenten, sehr gut. Ah, und hier sind die. Ja, hier sind ja diese komischen Jakobsmuscheln. Die sind gut, die sind wichtig. Ja, die kannst du, ne? Die schmecken bestimmt total lecker. Warum kann ich das Bett denn hier nicht abbauen? Also jetzt. Ja, das ist auch die Muschel vom Jakob. Was erwartest du denn da? Jakob war ein feiner Mann. Der Jakob, der beste Jakob, den ich kannte, ey. Da, Jakob. Da werden die Muscheln ja auch gut sein, ne? Der nicht. Der Jude. Ja, Muscheln esse ich zumindest, ja. Im Gegensatz zu Schnupfen. Also Austern. Weil Austern finde ich ekelhaft. 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 Oh, hier ist ein Tresor, oder? Oh Gott, scheiße. Warte. Tresor?
Ist der auf? Ja, ne? Ja, ja. Ah, Leute. Betten auseinandergenommen. Ich habe eine Dischuhr, ich habe einen teuren Wein, den können wir verkaufen. Ja. Drei Leder, drei Stoff, ja, ein Gummi. Ja, Leder habe ich auch schon. Da sind die Sofas immer ganz witzig, wichtig, nicht witzig. Jupp. Und hier ist eine Waschmaschine, sehr gut. Ja, da kriegst du Stoff, das ist gut. Oh, die haben auch die Animation, wenn du jetzt die Sachen kaputt haust, haben die geändert. Oder ich habe da einfach nur nie drauf geachtet. Ich glaube, du hast da einfach nicht drauf geachtet. Dass das dann so zersplittert, weißt du? Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo du warst. Verrate ich dir nicht. Nee, hier war ich. Ah, hier ist ein Trecker noch. Krass. Hier ist nichts drin. Ich glaube, du bist ganz woanders als ich. Also, ich bin hier bei den Häusern. Ich habe die Häuser durchsucht. So, genau. Guck mal, da war ich. Ah, hier sind auch mal Mupfeln. Ah, ich sehe hier die Blaupause. Ich bin hier an der Blaupause. Ja, nimm die. Die lerne ich dann mit. Das habe ich zumindest, habe ich das so eingestellt. Oh, das Pflanzengewächs. Pflanzengewächs, was denn für Pflanzengewächs? Ja, diese Pflanzen, der Pflanzenkübel. Ach, konnte man den nicht automatisch von Anfang an? Glaube, nö. Ah, guck, da kommt sie angejungelt hier. Ach, da bist du, okay. Ah. Hier in der Röhre müsste auch noch am Ende irgendwas drin sein, oder warst du da schon drin? Nee, ich glaube, die schaffst du so nicht, die Röhre. Also wenn Achso, das die nee, da Röhre ist, da ist... Nee, das ist keine Röhre. Schade, mich vertut. Also wenn das die Röhre ist, die ich meine, da kommt sie ja, nicht so die Luftröhre, durch. Ne? So, boah, Leute, 22 Minuten schon. Ja, ist war ja mir erste, das ist ja die erste Folge, ne? Da guck mal. Leute, ich bin dafür für eine längere Folge, ne? Wenn euch das gefällt, längere Folgen, dann Like wäre geil. Und ein Abo. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, so. Das ist hier keine Röhre. Nein, nein, ich habe mich vertan. Das war, glaube ich, woanders mit der Röhre. Oh, ist das hier einfach nur... Ja. Ich liebe diese Fake-Gebäude, ne? Da denkst du, geil, da geht's rein. Ja, ja, dann freust du dich schon, ne? Auf guten Loot. Ja. Und dann hast du da nichts, dann kommst du da gar nicht rein. Aber so. ich hab die Taschen voll hier. Cash in the Tash. Ich hab noch viel Platz, habe ich noch. Ich also hab zwei, vier, nicht vier, viel. Vier Stacks Metall habe ich. Ja, Metall habe ich auch einiges. Guck mal, da warst du schon. Ah, hier warst du noch nicht. Wir müssen auch gucken, dass wir auch diese Station da bekommen, ne? Diese Destillierstation. Ah gut, die ist jetzt ne, so super schlimm. Am Anfang ist es nicht. Aber es ist einfach schön hier, ne? Ich finde das einfach sehr angenehm. Also die Atmosphäre, die finde ich cool. Ja. Das ist halt eine schöne Apokalypse und die Musik, die beruhigt dich so richtig. Also ich komme hier... Beruhigende Apokalypse, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ja. Die cozy Apokalypse nur bei uns in unseren Kanälen. Leder, geil. Ganz viel Leder. So, warte mal. Guck mal, ich habe drei Leder gerade mal. Da war echt knapp. Eine Lederrüstung könnte ich mir herstellen. Wo sind die Fuddel schon wieder? Aber eigentlich möchte ich gerne einen Beutel haben. Warte mal. 81% ist das Dorf geludet. Ah, jetzt brauche ich wieder. Jetzt brauche ich wieder Stoff. Habe ich in der Tasche einstecken. 11 Stück habe ich. Ich glaube, hier war ich gerade, ne? Hier habe ich gerade alles geräubert. Haben Sie die Grafik auch schöner gemacht oder ist mir das nur so? Nö, ich finde, die sieht aus wie immer. Echt? Ja gut, ich spiele nicht mehr am Taschenrechner. Jetzt habe ich Atari 2600. Da ist das schon genialer. Ja, meinst du, das hat schon besser? Ja, jetzt habe ich schon 6 Farben. Nicht 8?
Na, warte mal, hier sind doch die komischen Wale. Ja, die Marlins. Die Marlins, die brauchen wir doch für die Fischflotzen. Die Fischflotzen. Wie lustig ist das denn, bitteschön? Flotstadt aber. Na, war klar, dass du den nimmst, den ich jetzt gerade haben wollte. Bitte? Geh von meinem Marlin weg hier. Hau ab. Ihr trinkt gleich wieder beim Fischefang hier. Die kommen doch eh wieder. Ja, ich weiß. Obwohl wir sie hauen, ne? Da kannst du mal sehen. Oh. Tut mir leid. Danke. Hast du den gekascht? Jep. Komm hier, komm. Nachdem ich 50 mal auf den eingepiekst hab. 50? Mindestens. Halt ich für Gerücht. Ja. So, ich hab 2. Na, du hast 2 jetzt getötet, ne? Ja. Ich hab nur 1. Brauchst aber, ja, wir brauchen aber pro Flosse 3. Also 3 Fisch heute. Naja, was war da? Was war haben? Das haben wir schon mal. So. Da ist die Insel. Wo wohnen wir denn? Aber weit weg, ne? Ja, wo wohnen wir denn? ich weiß nicht, wo wir wohnen. Da hinten. Ah, da, ja. Sollten wir mal zurückschwimmen und dann. Ich schwimme mal zurück, weil Taschen gleich voll. Jetzt haben wir ja ein bisschen Fleisch. Ich habe Jakobsmuscheln. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Eimer bauen können. Dass wir ein bisschen Wasser abkochen können. Ja, aber können wir die Stationen überhaupt schon bauen? Haben wir die Sachen? Du kannst doch ein Lagerfeuer bauen. Im Lagerfeuer kannst du doch Wasser reinfüllen, oder nicht? Oder wie war das? Nein, nein, das geht hier nicht. Du musst. Also nicht, dass ich wüsste, nee. Du musst diese Destillierstation haben. Ich guck gleich. Bauen. Kann ich. Ich habe alles in der Tasche einstecken. Ja. Brauche ich gleich. Brauchen wir aber Eimer für, ne? Eimer kannst du auch bauen. Ist doch nicht das Problem. So, Essen hinzufügen. Holz hinzufügen. So, warte mal, was kann ich denn bauen? Guck mal, ich sehe gerade, das haben die auch angepasst. Die Kisten haben jetzt unterschiedliche Größen. Okay. Das ist cool. Finde ich gut. 30 Lagerplätze ist das Größte. Die Metalltonne. Ich baue mal eine. Ich bin gespannt, wann die ersten hier ankommen. Guten Tag, aber nicht. So. Und dann gucken wir mal hier in Ruhe. Aber du baust jetzt den einfachen Wasser-Dings, ne? Ja, habe ich hier gebaut. Gut, ich baue die Forschungsstation. Dann brauchen wir den Eimer, ne? Ja, brauchen wir für den Dings. Entschuldigung. Hier unten Paddelboot können wir schon mal bauen. Nee, können wir erforschen. So, Bogen und Pfeile. Wo finde ich denn den Eimer? Warte mal, da nicht, da nicht. Muss ich den Eimer erforschen erst? Das kann sein. Metalltonne, also die Behälter kannst du alle bauen. Einfaches. Also Bett Wasserflasche. Wasserflasche ist der Behälter für Süßwasser. Die brauchst du, um Wasser in die Flaschen zu füllen, sobald ich das weiß. Ja, aber wo ist die Wasserflasche? Ich sehe da nichts. Ach, die, da, bei dir, ne? Ja, die kannst du die nur erforschen. Nee, Wasserflasche nicht. Einen richtigen Eimer. Da war doch ein richtiger Eimer. Warte mal. Ja, den richtigen. Ah, ich hab ihn hier. Hast du ihn? Ich nehme mal 2 Eimer. Ja.
Kann ich das von hier aus reinfüllen schon? So, der ist voll. Guck mal, dann kann ich mir eine Lederrüstung machen schon. Bitte. Gib da das restliche Leder rein. So. So, was hinzufügen? Ich habe jetzt alles, ich packe jetzt mal alles in die große Tonne, ne? Also hier die Sachen, die wir brauchen. So. Ja, Leute. Ihr könnt uns ja mal sagen, wie euch die erste Folge gefallen hat. Ich hoffe, bumm, funktioniert. Ja, also wir hoffen natürlich, ihr habt Bock drauf, mit uns hier nochmal durch die Wellen zu schwimmen und so. Und, ach, so ein Bührer, wir sollten uns mal einen Fahrbahnuntersatz bauen. Paddelboot. Guck mal, das Paddelboot, das können wir doch schon. Bis hast du schon eigentlich schon wieder eine Rüstung? Das ist doch unnormal. Weil ich mir die gerade gebaut habe. Frech. Frech, frech, frech. Bau mal ein Paddelboot, ne? Paddelboot? Ja, ja, paddel dir mal ein. Warte mal, ich brauche Seile. So. So, jetzt wissen wir auch, was die Zeit schlägt. Ist ja nicht so, dass wir da oben eine Uhr haben, ne? Oben links. Nein, das, die ist besser. Die ist eine Zeitgestaltung. Die ist besser. Die ist besser als die Uhr da oben im Bild vom Spiel. Ja. Ja. Hallo, so was gibt es doch gar nicht. Wir sind kein Spiel, wir sind hier realistisch unterwegs. So, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf. Sieht wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Und bedanke mich jetzt natürlich erstmal recht herzlich fürs Reingucken. Nächste Folge ist beim Sombüra auf dem Kanal. Ja. Na, oder machen wir das nicht abwechselnd? Doch. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mal also mir ist es egal, wir können's auch. Also mir ist egal. Könnt es ja so machen, dass wir es mal gucken. Wir machen ein paar Folgen auf beiden Kanälen. Ja. Wie es ankommt. Und wenn, keine Ahnung, du 500 Millionen Aufrufe hast. Bei mir gucken nur zwei Leute, dann wäre cool, wenn wir abwechselnd machen. Ja, machen wir. Kriegen wir hin. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Folgen. Ja, Däumchen ist ein Träumchen, Leute. Wir freuen uns drauf. Und Kommentar wäre schön. Würden wir uns auch beide freuen. So sieht's aus. Ich habe dein Essen gegessen. Boah, ist nicht schlimm. Das passt schon. Und ich würde jetzt sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao.